Willkommen zu diesem Video von Selbstorientiert. Heute geht es um Meet und den symbolischen Interaktionismus. Dazu haben wir wie immer ein Buch verfasst. Falls euch das interessiert, ist das der erste Link in der Videobeschreibung. Ihr würdet uns riesig unterstützen. Erster Link in der Videobeschreibung. Jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen jetzt zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns mal an, was es noch weiterführendes als Zusammenfassung so gesehen über das Modell von Meet, den symbolischen Interaktionismus, zu sagen gibt. Viel Spaß bei dem Video und los geht's. Und damit kommen wir auch zum Weiterführenden. Und das sind nur praktisch nochmal ein paar Hinweise, die wir euch geben möchten. Und zwar ist die Gesellschaft letztendlich ein Gebilde aus Individuen und der Handlung. Das ist letztendlich daraus abzuleiten, was Mead formuliert hat. Einzelne Individuen, die bewusst handeln müssen, die aktiv handeln müssen. Und gleichzeitig Handlungen, die aus den Interaktionen miteinander stattfinden, die aber auf Symbolen basieren und dementsprechend den symbolischen Interaktionismus bilden. Dann ist das Ganze ein Zusammenspiel von sozialer und persönlicher Identität. Das heißt, die soziale Identität, die sich dadurch bildet, wie man Imitationsspiele, wie man Play-Game versteht, wie die Kommunikation zwischen Me und I funktioniert und persönliche Identität, praktisch das Self, die Wechselbeziehungen, die ermöglicht werden müssen und die eigene Rolle, die man dann begreift durch die Kommunikation, die stattgefunden hat. Und ganz wichtig ist, dass die dynamische Anpassung ein Kernteil des Modells ist. Die dynamische Anpassung der Gesellschaft einerseits, das heißt, dass die Gesellschaft ein ständig wechselndes Gebilde aus verschiedenen Individuen ist, die verschiedene Handlungen tätigen können. Aber gleichzeitig auch wichtig, dass das Individuum sich so begreift, dass es sich grundsätzlich stets individuell und dynamisch anpassen muss, um in der Gesellschaft im symbolischen Interaktionismus zu verstehen. Starten wir jetzt mit grundlegenden Faktoren, die natürlich nach Mead sehr relevant sind und die auch für den symbolischen Interaktionismus sehr wichtig sind. Und grundsätzlich geht es natürlich bei einer solchen Theorie immer darum, das Verhalten untereinander, das Verhalten zwischen den Menschen zu beschreiben. Und dabei ist es ganz besonders wichtig, dass die Interaktion mit der Umwelt ein entscheidender Standpunkt sind, der hier für den symbolischen Interaktionismus relevant ist. Und dabei insbesondere die Frage, wie werde ich gesehen? Die Frage, wie sehen mich andere, wie wirke ich auf andere, ist das Relevante, was für Mead praktisch ausschlussgebend dafür ist, wie der symbolische Interaktionismus funktioniert. Und dabei ist es natürlich ganz besonders wichtig, dass man sich in eine Rolle hineinversetzen kann und dementsprechend, dass man diese Rolle einer anderen Person verstehen kann und dass man andere Personen verstehen kann. Deswegen ist es für Mead auch sehr wichtig, dass man unter anderem mit Symbolen zwischen den Menschen agieren kann und reagieren kann und dadurch versucht er dann abzuleiten, wie die Interaktionen in der Umwelt funktionieren, beziehungsweise durch dieses Hineinversetzen in eine Rolle kann man dann praktisch ableiten, wie werde ich gesehen, und das ist für ihn natürlich ganz wichtig, um das zu verstehen. Dabei unterscheidet er zwischen Play und Game. Das Play sind letztendlich naive Spiele, die stattfinden und die dieses einfache Hineinversetzen in eine Rolle ermöglichen. Und das Game ist die reflektierte Art des Umgangs, was letztendlich ermöglicht, dass man nicht nur sich in eine Rolle hineinversetzen kann, nein, man kann auch reflektiert dann durch diese Hineinversetzung kann man dann die jeweiligen Reflexionen dann ableiten, beziehungsweise kann man dann praktisch Ergebnisse ableiten, wie man in der Umwelt gesehen wird. Dafür ganz wichtig sind die Imitationsspiele, denn die helfen, die soziale Rolle zu erlernen. Und hier ist es natürlich wichtig, dass Role-Taking letztendlich stattfindet. Ein Begriff, den wir auch von Parsons kennen und der dann hier auch stattfinden soll, beziehungsweise der hier auch dafür zu nutzen ist. Und ganz wichtig, dass Imitationsspiele eben helfen sollen, die soziale Rolle zu erlernen. Außerdem findet die Sozialisation durch Peer Groups statt und dafür ist natürlich die Kommunikation wichtig. Und es stellt sich dann natürlich die Frage, welche Rolle soll ich denn einnehmen? Und da unterscheidet man zwischen drei sehr wichtigen Begriffen, die es bei Mead gibt, nämlich einmal die Wechselbeziehungen, die ermöglichen letztendlich, dass man sich in einem Self, also Self heißt Wechselbeziehungen ermöglichen, dass man sich in der Umwelt miteinander versteht, dass man die einzelnen Rollen untereinander austauscht und dementsprechend auch Wechselbeziehungen versteht. Das Me bezeichnet dann, dass Haltung anderer bzw. die Rollenübernahme stattfinden soll, und das I bezieht sich darauf, dass Handlungen bewusst werden. Me und I, Begriffe, die sehr nah beieinander sind, entgegengesetzt zu dem Self, denn Me und I sind Begriffe, die teilweise auch andersherum gesehen können, also Haltung, Handlung, das kann bei Me und I praktisch
simultan genutzt werden. Ganz wichtig ist hier, dass das Einwirken des anderen, eines anderen Menschen, einer anderen Peer Group hier ganz wichtig ist, um zu verstehen, wie der symbolische Interaktionismus aufgebaut ist. Kommen wir jetzt zu Zeichen der Umwelt, die Mead definiert hat, die für den symbolischen Interaktionismus ganz wichtig sind, die nämlich gedeutet werden müssen. Und ganz wichtig ist hier, dass es aktiv, bewusst handelnde Individuum Zeichen deuten und in dieser sozialen Umwelt einwirken möchte bzw. muss. Das heißt, damit das Individuum seine eigene Rolle im System begreift, muss es aktiv werden und muss es sich auch bewusst werden, dass man diese Rolle überhaupt übernehmen muss. Und dazu stellt er drei Prämissen auf, nach der man dann den symbolischen Interaktionismus deuten kann. Die erste Prämisse ist hier, dass, dass das Handeln eine Bedeutung der Umwelt reflektiert. Das heißt, die jeweilige Handlung, die man als Mensch macht, die ist praktisch darauf basiert, was für eine Bedeutung die Umwelt hat, beziehungsweise welche Bedeutung der Umwelt zukommt. Die zweite Prämisse zeigt sich dann besonders, wenn man sich anguckt, was die Bedeutung durch Interaktionen stattfindet, nämlich die Symboldarstellung. Also symbolischer Interaktionismus hier natürlich auch abzuleiten, dieser Begriff für die zweite Prämisse. Denn die Bedeutung zeigt sich durch Interaktionen. Das heißt, die einzelnen Interaktionen, die ein einzelner Mensch, ein Individuum in seiner sozialen Umwelt hat, das wiederum führt dann dazu, beziehungsweise diese Zeichen, die da stattfinden, die lassen dann darauf schließen, wie man praktisch das Handeln versteht, beziehungsweise wie die Bedeutung des Handelns dann zu deuten ist. Und damit kommen wir auch zur dritten Prämisse, und die ist, dass Handlungen erst ein Ergebnis der Interpretation sind. Das heißt, Handlung zeigt praktisch erst das Ergebnis der Interpretation. Die Handlung ist erst das, was in der sozialen Umwelt dann tatsächlich stattfindet und was dann auch zeigt, wie ein jeweiliger Mensch interpretiert hat. Und je nachdem, wie er interpretiert hat, ist dann das Ergebnis bzw. die Handlung zu deuten. Und grundsätzlich Mead natürlich so zu deuten, dass die jeweiligen Handlungen immer da zurückzuführen sind, welches Ergebnis die Interpretation dann praktisch offenbart. Und dementsprechend auch ganz wichtig, was Mead als einer der ersten Psychologen bzw. Soziologen entdeckt hat, ist, dass Handlungen praktisch ein Ergebnis einer langen Kette von Reaktionen und Aktionen sind und vor allen Dingen von Interpretationen. Und das ist hier ganz wichtig in der dritten Prämisse, dass erst die Handlung final darauf zurückzuführen oder zurückschließen lässt, was überhaupt ein Mensch, ein Individuum in seiner sozialen Umwelt für eine Rolle begriffen hat bzw. wie er reflektiert hat. Damit möchten wir uns jetzt ganz herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr noch weitere Fragen zu dem Thema habt, beziehungsweise falls ihr noch Ergänzungen habt, die wir jetzt in diesem Video nicht nennen konnten, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Für Lob und Kritik sind wir natürlich auch immer offen. Ansonsten würden wir uns über ein Abo oder ein Like eurerseits freuen. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüss.